Was ist der schnellste Weg, 10.000 Euro monatlich zu verdienen oder mehr? Also, ich sage nicht, dass der Weg ultra schnell ist und nur ein paar Wochen dauert. Ich sage auch nicht, dass es der einfachste Weg ist. Ich würde sagen, der Weg ist sehr sicher und am schnellsten. Aber am schnellsten heißt natürlich nicht, dass es ultra schnell geht. Schauen wir uns eigentlich überhaupt mal die Wege an, wie überhaupt Geld verdient wird. Also, Punkt 1, richtig guter Job. Weil du brauchst für 10.000 Euro im Monat brauchst du einen richtig guten Job. Das ist also eine Möglichkeit. Zähle ich gleich auf, okay? Dann die zweite Möglichkeit, eigenes Unternehmen. Selbstständig, eigenes Business, damit Geld verdienen. Dann Nummer 3, Investor, mit Investments Geld verdienen. Dann Nummer 4, Vertriebler, Marketer, Vermittler. Und genau dieser Weg, die anderen schauen wir gleich alle an, das ist im Regelfall der schnellste. Ist nicht unbedingt nach hinten raus das skalierbarste, mit dem man am meisten Geld verdienen kann. Aber für diesen Meilenstein, die ersten 10k, wahrscheinlich der schnellste. Bin mir da sogar so sicher, dass ich mit dir um 2.000 Euro wette, wenn du nur die Hälfte von dem machst, was ich sag, verdienst du 50k oder mehr schon im ersten Jahr. Minimum, ja, Minimum. Klick hier auf den Link, da erkläre ich dir alles, da gibt es einen Workshop, ein Coaching da dazu, die Erklärung, die Wette, ein paar coole Boni. Also schau es dir an, wenn dich das interessiert. Jetzt fangen wir mal an mit dem Thema guter Job. Wer verdient einen 10k oder mehr? Also, ein Anwalt. Wie lange braucht es? 6, 7, 8 Jahre studieren. Dann bei einer guten Kanzlei sich nochmal 5 Jahre reinarbeiten. Eine gute Position oder als Partner. Sind wir also bei, ich würde sagen, Minimum 10 Jahre, eher 12 bis 15 Jahre. Dann bist du also mal locker Anfang 30. Das nächste ist Arzt. Entweder mit eigener Praxis oder halt wirklich ein richtig guter Facharzt. Okay? Aber selbst jetzt ein guter Arzt nach 8 Jahren Studium, der dann irgendwie im Krankenhaus arbeitet, der verdient auch nur seine 6-7k, also nur seine 6-7k pro Monat. Und zwar vor Steuer. Das dauert auch, Leute, das dauert 10, 15 Jahre, okay? Das nächste ist Unternehmensberater, Strategieberater. So, Studium 5 Jahre, nochmal mindestens 5 bis 10 Jahre. Hoppla, bis man in die Position kommt, okay? Früher geht es einfach nicht. Und dann bist ein guter ITler, oder ein Chemiker, ein Pharmatyp, ein BWLer etc. und arbeitet in einem großen Konzern. Zum Beispiel Kollegen von mir bei Mercedes, bei Porsche und so weiter. Die schaffen das, dieses 10.000 Euro pro Monat, also diese 120k pro Jahr, schaffen die im Regelfall erst mit knapp 40. Vor 40 schafft man es nicht. Und Leute, vor 40, das heißt, nach dem Abi, nach dem Abi 20 Jahre, okay? Und die allermeisten, die ich kenne, also mit die allermeisten, die ich kenne, die selber so ein Geld verdienen oder viel, viel mehr, das sind eben nicht die Leute mit den richtig guten Jobs, sondern das sind eher die anderen Kategorien. Und nein, Investor am zweitwenigsten, also am wenigsten die mit einem guten Job, Investor am zweitwenigsten, dazu komme ich jetzt auch gleich. Und dann, das machen wir aber erstmal, eigenes Business. Die meisten, die ich kenne, die haben kein Abitur gemacht, die haben kein Studium, die haben einfach nur einen Betrieb aufgemacht. Ja, Malermeister, Malerbetrieb, fahren auch im Ferrari rum. Elektriker, Elektrikermeister, Elektrikerbetrieb. Dachdeckerbetrieb, Photovoltaik oder ganz, oder du, einer hat 3 Bäckereien, 2 Dönerbuden, eine Dönerbude reicht manchmal sogar schon.
Aber was brauchst du natürlich da? Im Regelfall auch 3, 4, 5 Jahre Ausbildung und Meister. Oder im Regelfall erstmal 5 Jahre, bis du das Startkapital verdienst. Ich gehe jetzt von Leuten aus, so wie ich. Eltern hatten damals keine Kohle. Ich selber hatte keine Kohle, keine Kontakte. Also ich gehe jetzt wirklich davon aus, bei allem, was ich jetzt gerade sage, ich gehe davon aus, du hast keine Kohle, kriegst von den Eltern keine Kohle, hast selber keine Kontakte oder irgendwelche besonderen Zauberskills. Also so, das heißt, das ist ein eigenes Geschäft, selbst eine Dienstleistungsagentur. Du musst ja den Skill mal lernen, brauchst ein bisschen Startkapital, also da braucht es im Regelfall über ein Jahr. Eher 3, 5 Jahre sowas, okay? Das ist die zweitgrößte Kategorie. Dann kommen wir zum nächsten, Investor. Wenn du als Investor über 10.000 verdienen willst im Monat, okay? Gehen wir mal davon aus, dein Investment, du bist richtig super gut, du machst 20% im Jahr. So, um auf 10.000 Euro monatlich zu kommen, also auf 120.000 im Jahr, bräuchtest du bei 20%, bei 20% Rendite im Jahr, 600.000 Euro, was du selber investierst. Also du bräuchtest 600.000 Euro eigeninvestiertes Geld, davon 20% sind 10.000 pro Monat. Aber ein Investor, dass er diesen exponentiellen Zinseszinseffekt bekommt, der will ja nicht sein ganzes Geld rausnehmen, sondern der will ja einen Großteil vom Geld reinvestieren, dass es immer mehr wird. Der will also dann, wenn er 600.000 hat und 120.000 macht, dann will er mindestens die Hälfte, also mindestens 60.000 auf die 600.000 in den Topf oben drauf packen, dass er 660.000 hat und dann auf die 660.000 die neue Rendite macht. Und dann im nächsten Jahr auf 750.000 und dann auf eine Mio und so weiter. Ist ja klar, oder? So. Dann kommen wir jetzt eben zur letzten Kategorie, und zwar Vermittler, Verkäufer, Marketer. Also das heißt, Leute, die für andere Unternehmen Kunden gewinnen, Geschäft vermitteln, Leads generieren, Kunden abschließen. Das heißt also, Marketer, Vertriebler, Affiliates. Das ist auch das, wenn man hier auf den Link klickt, was ich dir von A bis Z zeige. Und du kannst heute beispielsweise anfangen, sagen wir, bei mir im Photovoltaikvertrieb, als ein einfaches Beispiel. Du weißt, in 3 Wochen weißt du schon alles über das Produkt, du bekommst Leads, der Sales-Prozess ist klar, du wirst gecoacht, dann machst du im 2. Monat schon deinen ersten Abschluss. Verkaufst ein Dach für 40.000 Euro, kriegst 2.000 Euro Provision. Im 3. Monat verkaufst du 3 Dächer, machst du 5.000, 6.000 Euro Provision. Im 4. Monat kriegst du eine höhere Provision, weil du schon ein Volumen gemacht hast, verkaufst 4 Dächer, 5 Dächer, bam, zack, knackst du schon 10.000 Euro in die eigene Tasche. Keine Kosten, kein Risiko, gar nichts. Da habe ich 18-Jährige, 19-Jährige, 60-Jährige, die genau sowas machen. Nicht nur in dem Gebiet, aber auch in anderen. Oder Immobilienmakler zum Beispiel. Die meisten Leute, die ich kenne, die Immobilieninvestor waren, die haben nicht gesagt, okay, ich spare mir jetzt mein Geld und kaufe mir jetzt eine Immobilie und warte dann 10 Jahre, bis sich darin Eigenkapital aufbaut und kaufe dann die zweite. Nee, die haben erstmal selber 10, 20, 30, 50 Immobilien verkauft, vermakelt, vermittelt, haben sich damit viel schneller die Kohle aufgebaut und dann haben die sich einen eigenen Bestand im Bereich Investment erst danach aufgebaut. Warum? Wir hatten auch mehr Ahnung von Immobilien. Der Typ, der sich die erste Immobilie zusammenspart oder der Typ, der schon 50 verkauft hat, hat deswegen schon 500 angeschaut, kennt den Markt, kennt das Business, kennt sich viel besser aus und holt dann natürlich selber viel bessere Deals.
oder? Also Leute, schreibt mir in die Kommentare, was ihr als nächste Videos wollt. Das war's von meiner Seite. Checkt den Link ab, wenn es euch interessiert. Bis dann. Ciao.